Herzlich willkommen in der Gesundheitsabteilung und damit zu einem weiteren Video heute zum Thema Hormone. Ja, es geht jetzt im Speziellen um L-Thyroxin. Ja, soll ich L-Thyroxin absetzen oder nicht? Und wie verhält es sich mit natürlichen Hormonen, ja, also mit den NDTs, was man da immer so im Internet liest. Ja. Ganz kurz dazu, ich war ja eingestellt auf 100 Mikrogramm L-Thyroxin. Ich war schon mal bei 75 Mikrogramm, dann habe ich aber, ich bin dann irgendwie eine schwere Unterfunktion gerutscht und bin dann erhöht worden quasi auf 100 Mikrogramm L-Thyroxin. So, ich muss aber sagen, ich habe mich damit absolut nicht wohlgefühlt. Ich war total übersteuert und immer noch gereizt und müde. Also ich hatte Unterfunktionsbeschwerden, mir ging es absolut nicht gut. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wenn man, sage ich mal, zu viel L-Thyroxin nimmt, dass man dann auch teilweise dieselben Beschwerden hat, als wenn man eine Unterfunktion auch hat. Ja. Und das war zum Beispiel auch mit meinen Problemen. Weil als ich damals beim Arzt war, das war auch kurz nach meiner Jod-Hochdosis-Therapie, da kam eben raus, dass ich glaube, ich hatte einen TSH von 3,5, also der war nicht mal ganz so gut, ja, laut Laborwerte jetzt, ja, 3,5. Und FT4 lag bei 100%, sogar teilweise noch ein bisschen höher. Und FT3 lag eben gerade mal bei 50%. Aber ich habe mich absolut nicht wohlgefühlt. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe dann die Jod-Hochdosis-Therapie gemacht, habe immer schön Selen eingenommen. Und irgendwann bin ich doch dann mal auf die Idee gekommen, lass doch mal das L-Thyroxin jetzt weg. Das habe ich ohne Absprache mit meinem Arzt gemacht, weil jeder Arzt dreht einen davon ab. Ja, das ist ein festes Ding. Man nimmt L-Thyroxin, so ist es heute und fertig. Trotzdem, ich habe es abgesetzt. Ich bin dann stufenweise runter auf 75, dann auf 50 Mikrogramm. Und irgendwann war ich dann bei 0 quasi angelangt. Und ich habe aber gemerkt, mir ging es immer schlechter. Ja, also es hat keine ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen, so nach der 3. Woche ging es schon los. Ja, da habe ich dann schon so überall so ein Stechen im Körper gemerkt, so einzelne Schmerzen, wie so Arthritis-Schmerzen, also so ganz komische Dinge. Ich war noch müder, noch schlapper, also ging gar nichts. Und ich habe schon gemerkt, hey, das war total falsch. Also wieder hoch auf 100 Mikrogramm. So, trotzdem, mir ging es dann schon besser, ja, aber trotzdem, ich habe mich da genauso gefühlt wie vorher, bevor ich das runtergesetzt hatte, das ganze Ding, ja. So, also der Befund, der war schlecht, ja. L-Thyroxin wieder eingenommen, trotzdem immer noch gleiches Problem wie vorher. Ja, was ist dann passiert? Ich habe mich dann noch ein bisschen weiter erkundigt, bin dann auch durchs Internet nochmal, durch YouTube, habe nochmal nach Lösungen gesucht und irgendwann bin ich bei dem Kanal Hormonie hängen geblieben, und zwar bei dem Herrn Dr. Rieger. Ja, und der Herr Dr. Rieger, den kann ich nur weiterempfehlen, der macht ganz, ganz tolle Videos und erklärt das richtig gut. Das ist ein Schilddrüsenarzt, also er hat sich auf die Schilddrüse spezialisiert und er gibt wirklich super Anweisungen auch zum Thema natürliche, hauptsächlich natürliche Schilddrüsenhormone. Das war dann das, was mich motiviert hat. Ja, also Herr Dr. Rieger, wenn Sie dieses Video gerade sehen, vielen Dank für Ihre ganz tollen Videos. Wir hatten noch nie Kontakt zueinander gehabt, aber ich bin dabei, ich schaue mir jedes Ihre Videos an, auch diese ganzen Livestream-Videos, die Sie gerade so in letzter Zeit hochgeladen haben und wirklich toll. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, Herr Dr. Rieger empfiehlt natürliche Schilddrüsenhormone. Jeder von uns weiß, also der sich so in diese Richtung damit befasst mit natürlichen Schilddrüsenhormonen, dass das einfach wesentlich besser wirken soll, ja, weil in der Schilddrüse vom Schwein oder auch vom Rind, wie auch immer, sind natürlich auch noch andere Hormone enthalten. Ja? Also gibt es dann wirklich, da ist nicht nur T3 und T4 drin, da gibt es auch noch T2. Also das ist wirklich ganzheitlich, wenn man das so sagen möchte. Und diese ganzen Hormone, die sind noch gar nicht wirklich untersucht, auch wie die auf den Menschen wirken oder wie die im Körper des Menschen wirken. Und deshalb fühlen sich eben viele, die natürliche Schilddrüsenhormone nehmen, fühlen sich wesentlich besser, als wenn sie nur L-Thyroxin nehmen. Weil L-Thyroxin ist ja nur T4. Ja. So, und bei mir hat ja ergeben, T4 gut 100%, passt soweit, aber T3 ist völlig im Keller. Also muss ich ja irgendwie gegensteuern. So. Das habe ich dann auch gemacht und zwar mit folgenden Produkten. Ja. Es gibt hier einmal, das ist von der Firma ja, Allergy Research Group, ja, das nennt sich Thyroid, ja, Thyroid, ja, wahrscheinlich im Englischen Thyroid, und das ist natürliches Rinderschilddrüsenextrakt. Ich persönlich kann dieses Produkt nicht empfehlen, weil bei mir hat das alles noch verschlimmert. Ja. Ich habe erst angefangen, L-Thyroxin runterzusetzen, bin auf 75 Mikrogramm,
dann auch 50 Mikrogramm und habe dann quasi damit ergänzt. Ja. Da ging es mir noch gut, als ich dann aber das L-Tyroxin komplett abgesetzt habe und habe dann quasi 3 Tabletten von diesen genommen, was ungefähr so viel ist wie 75, ja, zwischen 75 und 100 Mikrogramm. Ich habe auch mal 4 genommen. Ja. Trotzdem, ich hatte die vollen Unterfunktionsbeschwerden. Und das war so krass, dass ich überhaupt nicht mehr aus dem Bett rausgekommen bin. Also ich war total antriebslos, ja, motivationslos, da ging überhaupt nichts mehr. Ich bin dann auch zum Arzt gegangen, ich wollte unbedingt meine Werte wissen, was da rausgekommen ist. Und was da rausgekommen ist, das war wirklich erschreckend, ja. Und zwar ein TSH-Wert von 9,67, ja, und das ist natürlich heftig. 9,67, also die volle Unterfunktion. Mein FT3, der lag bei 2,88 Picogramm pro Milliliter und mein FT4 lag bei 1,22 Nanogramm pro Deziliter. Also FT3 war bei 30% und FT4 bei 40%. Das sind natürlich richtig schlechte Ergebnisse und genauso habe ich mich dann auch gefühlt. Ja. Was mir dieser Test natürlich auch gezeigt hat, dass meine Schilddrüse so gut wie gar nicht mehr arbeitet, weil selbst durch Jod und ja, wie auch immer, was dann halt dieses T4 dann herstellt in der Schilddrüse, hat es trotzdem nicht funktioniert. Also es hat gerade mal gereicht, um quasi auf 40% FT4 zu kommen. Ja. Und das sagt eben auch aus, L-Tyroxin ist ganz gut für das FT4, aber FT3 auch blöd. Also anscheinend FT4 wird nicht hergestellt und FT3, da gibt es wohl eine Umwandlungsschwäche. Also irgendwie scheint da gar nichts mehr zu funktionieren, ja. So, jetzt habe ich aber vom Herrn Dr. Rieger, über was er auch gesprochen hat, hat er auch schon Videos gemacht, und zwar über das MetaVive. Er nennt es immer MetaVive, für mich liest sich das nach MetaVive. MetaVive 2 heißt das. Das ist eine Firma in England und die stellt gefriergetrocknete Schilddrüse her. Ja? Gefriergetrocknete Schilddrüse und zwar vom Schwein. Ja? Also an alle muslimischen Mitbürger, ja, die sind vom Schwein und die hier sind vom Rind. Die Firma, die das hier herstellt, da gibt es aber auch noch MetaVive und zwar, ich glaube, MetaVive 3 und 4, die sind vom Rind, ja, und MetaVive 1 und 2, die sind vom Schwein. Ich kann sagen, als ich dann MetaVive eingenommen habe, ich hatte diese Packung schon da, ich wollte das testen, also erst die Rinderschilddrüsenhormone oder Rinderschilddrüsen, ja, den Extrakt und dann eben die Schilddrüsen, den Schilddrüsenextrakt von den Schweinen. Und als ich das dann genommen habe, sofort am nächsten Tag, ja, habe ich schon eine leichte Besserung gespürt. Am zweiten Tag ging es voll durch die Decke. Ich war fit wie ein Turnschuh, ich war total gelassen, ich habe mich so gut gefühlt. Also mein Tipp, ja, dieses MetaVive, schaut mal, ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung, ja, das ist eine Firma in England. Man konnte es hier noch bis vor kurzem in Deutschland oder in Luxemburg konnte man es, glaube ich, bestellen. Ja, und jetzt hat die Firma aber gesagt, nein, sie liefern das nicht mehr aus, sie konzentrieren sich da auf was anderes und jetzt muss man es direkt noch in England bestellen. Wie sich das dann ja, verhält, wenn dann England quasi völlig ausgestiegen ist, ja, mit den Zollgebühren, das weiß ich nicht, aber jetzt dieses Jahr, im Jahr 2020, kann man es anscheinend noch bis Dezember, kann man wohl noch zollfrei bestellen, so wie ich das weiß. Ja. Hier ist es jetzt so, die Firma beim MetaVive 2 und MetaVive 1, die haben jetzt hier noch Nukleotide dazu gemischt. Trotzdem von der Dosierung her, es ist genau die gleiche Dosierung, wie es auch vorher war. Ja? Es hat sich im Prinzip nichts geändert, ja? Also nichts zum Negativen. Also, wenn du Probleme hast mit deiner Schilddrüse, L-Tyroxin nicht verträgst, ja, aber diese natürlichen Schilddrüsenhormone, die dir dein Arzt nicht verschreibt. Ja, es gibt da wirklich noch diese natürlichen Hormone, die müssen dir aber von deinem Arzt verschrieben werden. Die sind aber richtig, richtig teuer. Und meistens werden die Kosten nur für Privatpatienten abgedeckt, aber nicht für Kassenpatienten. So, und da ist das MetaVive zum Beispiel eine richtig gute Lösung. Ja. Der Nachteil allerdings daran ist, man weiß bei diesem Produkt nicht, wie viel T3 und wie viel T4 da enthalten sind. Ja, das ist wirklich nur vom Schwein oder vom Rind eben die Schilddrüse entnommen, gefriergetrocknet, zermahlen und in Kapseln abgefüllt. Ja. Wirkt wirklich super, aber es gibt so ein paar gewisse Anhaltspunkte oder so ein paar Richtlinien, wie viel man einnehmen soll, wenn man zum Beispiel 75 Mikrogramm oder 50 oder 100 Mikrogramm L-Tyroxin nimmt, wie viel MetaVive-Tabletten man dann nehmen soll. Ich blende das auch gern nochmal ein. Dann kannst du es dir nochmal anschauen, was du da nehmen musst. Ich nehme momentan 3 Stück und eigentlich hatte ich vorher 100 Mikrogramm L-Tyroxin und jetzt nehme ich 3 Stück von dem MetaVive 2. Ich nehme eine mittags, ja, und 2 Stück nehme ich abends, bevor ich schlafen gehe und ich fühle mich richtig, richtig super damit.
Also, wenn du das jetzt hier gesehen hast, Entschuldigung, ich schwitze, ja, es ist wahnsinnig heiß hier heute. wenn du das jetzt hier gesehen hast, überleg dir gut, was du tust, frag vielleicht mal deinen Arzt, was er davon hält. Meine Ärzte, die halten da überhaupt nichts davon, ist halt immer so, aber bitte frag deinen Arzt, nicht einfach nachmachen. Und ansonsten, ja, wünsche ich dir schon mal alles Gute und ich hoffe, das klappt. Und im nächsten Video gehen wir dann nochmal direkt auf das Thema Hormone ein und auch Hormontests, weil das ist was, was dein Arzt dir nicht sagt. Oder und genau hier an dieser wichtigen Stelle zum Schluss hat das Mikrofon seinen Geist aufgegeben. Was ich also sagen wollte ist, im nächsten Video testen wir Hormone, ja, weil der Arzt, der sagt uns das nicht, der kommt nicht auf, meistens kommt er nicht auf die Idee, Hormone zu testen. Das machen wir im nächsten Video. Vielen Dank, dass du hier zugeschaut hast. Gib uns gern einen Daumen hoch, lass uns ein Abo da. Alle Links findest du wie immer in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal.